Die haben mich das letzte Mal geärgert, das sag ich dir. Das lass nicht auf mir sitzen. Kupferwaffen. Ach, ich hab noch ein paar Werkzeuge gestohlen. Ich leg die noch ins Lager, ja? Ja. Das heißt organisiert. Ja. So, Fischspeere habe ich auch noch gefunden. Die können wir noch gebrauchen, ne? Ja. Vor allem da die teuren Leinen verbrauchen. Ich habe noch einen Kupferhammer gefunden. Zeug verticke ich. Zwei, acht, 14, nee, 14, 18, 22 Stein und sind das drei Reihen oder zwei Reihen? Und 60 Bretter? Was habe ich gesagt? Wie viel Stein? Oh, fuck. Was? Wie viel Stein habe ich gesagt, brauche ich? 24 waren es, glaube ich. Und 60 Bretter. So, ich bin noch mal unterwegs. Ich muss den Typen eben aufs Maul hauen. Jetzt habe ich Kupferbolzen. Nicht mehr Holzbolzen. Das dürfte etwas mehr wehtun. Ja. Du bist ja ein Haus am Bauen, ne? Ja. Fast fertig. Das ist ja langsam eine kleine Stadt, ey. Mhm. Ah, zu viel Bretter mitgenommen. Nee. Bretter, nicht 60. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Oh Gott. Na gut, hätte ich sowieso nicht tragen können. Halb so schlimm. So, morgen heißt es dann erstmal nach der Arbeit Bastelstunde in der Wohnung. Was wird gebaut? Ich habe mir ein paar Sachen im Baumarkt gekauft. Zum einen, Donnerstag ist ja ein Filmabend hier mit ein paar Jungs, ne? Und da mein Beamer hier noch rumsteht, der ist zwar schon im Testlauf, habe ich dir ein Video geschickt, ne? Ja. Er funktioniert wunderbar, das sieht toll aus.
Aber ich muss ihn ja noch an der Decke platzieren. Ah. Und dafür habe ich mir halt eine Halterung schon gekauft, schon vor Wochen. Und passt auch. Das muss ich noch anbringen. Dann ziehe ich einen Kabelkanal. Ne? Da haben wir dann das Verlängerungskabel geholt. Strom dann hinlegen. Und da habe ich noch einen Firestick gekauft. Der hängt dann einfach immer dauerhaft da dran. Ne? Ja. Oh, und dann kannst du halt über den Firestick dann einfach das Ding steuern und dann gucken. Sehr schön. Das Audio mache ich über einen Bluetooth. Also die, oben die Boxen, die eingebauten vom Beamer sind halt richtig gar nicht schlecht. Aber ich habe ja noch eine gute Stereoanlage und mittelfristig hätte ich gerne irgendwie eine Soundbar oder ein Dolby-System nochmal. Mhm. Weil für mich ist Film halt auch viel Sound. So, und das ist halt ein bisschen schade, wenn das so komplett untergeht. Aber ja, ich weiß jetzt, ich habe Bluetooth-Empfänger an meiner Stereoanlage und irgendwie kann ich tatsächlich auch den Fire Stick mit meiner Alexa verbinden, also hier mit der Echo, ja. Mit dem Echo Dot. Und der Echo Dot wiederum, den kann ich an die Anlage anschließen, sodass ich dann quasi Bluetooth-Verbindung direkt darüber und gar keine neuen Geräte brauche. Okay. Da muss ich ja morgen nochmal gucken, aber da muss ich wahrscheinlich die Echos austauschen, weil, vielen Dank dafür, die haben nämlich den Audio, die Klinkeneingang, haben die wegrationalisiert, die neuen haben die nicht mehr. Aber ich habe noch eine alte hier liegen, die kann das noch. Okay. Und so habe ich, glaube ich, eine elegante, fast kabellose Lösung für das Problem. Ich habe nur Angst, dass ich eine Verzögerung beim Ton habe, die zu groß ist, dass man es merkt. Lass mal gucken. Weil das so viele Geräte durchläuft, so habe ich ein bisschen Angst, aber vielleicht ist meine Angst auch total unbegründet. Die Sonos, ja. Eine Sonos kriegt das recht gut hin. Ja, Sonos-System, ja klar. Das könnte ich ja natürlich auch noch machen, aber das ist natürlich auch wieder eine Preisfrage. Ne? Ja. Die sind ja nicht ganz günstig. Alles sind gut. So, was sagst du jetzt, hä? Bleib liegen. One-Shot wahrscheinlich. Nee, nicht ganz. Aber das ist auch, weil die so rumeiern hier. Die gehen mal in den Nahkampf. So. Bastis. Hm. Jetzt noch ein bisschen Geld am Mann. Und Zwiebeln, die können wir auch noch einpflanzen, ne? Dann brauchen wir noch. Weißt du, was mir fehlt? Ein alles looten Button. Ja. Bei Zwiebeln braucht man ein neues Feld dann. Dann brauchen wir ein neues Feld. Lager. Ja. Zwiebeln wären jetzt mal mittelfristig, glaube ich, weil die sind ja Grundlage von vielen Gerichten, ne? Und da irgendwie vielleicht. Im Spiel glaube ich nicht immer so. Okay. Hier richtig cool aus diesem Gelager von den Gesetzlosen hier. Ah, da hat der erste Schuss gesessen. Hab ich die Holzstämme vergessen, ich hab. Kann ich eigentlich auch bei den. Nee. Okay, man kann nur Häuser verschönern, nicht die Produktionsstätten. Besuche gründlich. Ich übersehe wahrscheinlich irgendwas. Oh yeah.
haven't been drinking enough today. Gibt's eigentlich Fallschaden? Ja. Gibt es. Okay. Du bist noch irgendwo in der Pampa unterwegs, oder? Tatsächlich, ja. Ich bin okay. Noch an der Quest dran. Wieso? Worum geht's? Dann, ich wollte nochmal dran erinnern, wenn du dran denkst, würdest wegen neuen Mitarbeitern. Achso, wenn ich da mal... Ich habe ja gerade geguckt, also da waren ja nur komplette Vollpfosten. Aber ich guck gleich nochmal nach, ja? Ja. Hat sich da was getan? Ja, was übersehe ich denn jetzt gerade? Irgendwas habe ich nicht gründlich genug untersucht. Rostige Eisenaxt. Komme ich irgendwie auf den Dachboden da oben hoch? Okay, ich habe irgendeine seltsame rostige Eisenaxt gefunden. Von seinem Vater oder so. So, badam, badam, badam. So, ich muss noch einordnen, dann habe ich die Quest, glaube ich, fertig. War auf jeden Fall ziemlich ergiebig. Ich habe sehr viel Kohle daraus gezogen und Zeug. Sehr schön. Bin ich denn hier? Ja. Warum haben wir so wenig Leder im Verhältnis zum Pelz? Ach, weil wir so einen Haufen Viecher getötet haben, die ja, die alle Pelz gegeben haben und nicht Leder. Ah, toll. Ich darf wieder deine Drecksarbeit machen, du dreckiger Kleiner. Darf ich in so eine scheiß Höhle rein? Ich hasse Höhlen. Ah,
Jagdhütte. Oha. Die Höhle, die sich vor deinen Augen ausbreitet, heißt dich mit einem üblen Geruch von Fäulnis und Urin willkommen, der dir in die Nase brennt. Der Anblick, der sich dir bietet, ist ein vollkommenes Durcheinander, als hätte hier ein großer Kampf um das Leben von jemandem oder von etwas stattgefunden. Du beschließt zurückzutreten, hier gibt es sonst nichts mehr. Plötzlich unterbricht ein entsetzliches Heulen deine Gedanken. Dein Anwesen ist bemerkt Wunde und jeder derjenige, der sie bemerkt hat, ist nicht weit weg. Mach dich für die Begegnung bereit. Lecker. Oh. Werde was? Nicht. Oh, oh fuck, nee. Ich krieg langsam zu viele. Wo ist meine Eisenarmbrust? Scheiße, ey. Na toll, ich hab verfehlt. I feel famished. Einen habe ich. Hat hier alles ausgesetzt? Glaube ja. I can hear my stomach rumbling. Starving. Come here. Nehmen Sie auch, ist absolut finster. Ich lege mich mal kurz hin und warte mal auf den Jahreszeitenwechsel. Ja. Ach, da werde ich ja weggespawnt hier, ne? Wusste ich, glaube ich, dass das der gewünschte Effekt ist. Oder? I could eat a horse. Also noch dünner, okay? The more you work, the hungrier you get. Warum zum Henker zieht das hier so? Hab ich irgendwo das Fenster vergessen? Ich guck mal schön, ob ich irgendwo ein Fenster offen gelassen habe. Bin gleich wieder da. Ja, ja. I can't recall the taste of food.
Erwischt. I could eat a horse. Nee, wusste ich, gehe jedes Mal ein Stückchen weiter nach oben. Also es ist ein... The more you work, the hungrier you get. Man kennt's kaum. I feel famished. Hier ist zwar ein großer Steinhaufen, die Brocken sind sicher von der nahegelegenen Felswand abgebrochen und zusätzlich musste jemand zu einem Grabhügel aufgehauft haben. Durchsuche die Lücken und Spalten. Du findest altes, gegerbtes Leder. Es könnte lieber bereits von Schmugglerware sein. Du hast noch 6 Minuten. Ein paar leere Flaschen tauchen vor dir auf. Realtime? Nein, in Game. Genau. Ja. Jetzt die Frage. Das hat das Spiel nicht vertragen. Ich glaube, ich weiß nicht, die Hälfte von der Quest wird mir noch irgendwie so überlagert angezeigt. Okay. Warte, ich liefere mal eben ein paar Sachen hier im Lager ab. Vielleicht kann ich das auch fixen, indem ich einfach nochmal dahin renne. Das ist ja nicht weit. Nee, ich kann nichts machen. Das HUD wird überlagert. Ich muss tatsächlich einmal Spiel verlassen. Ich weiß nicht, dass die Quest dadurch abstürzt. Das ist ja witzig. Ja gut, es war zu erwarten, dass das in einem Early Access Titel auch mal daneben gehen kann. Jetzt gehe ich sehen. Aber vielleicht fängt es sich ja auch wieder, ne? Ja. Dann laufe ich mal schön zur Hauptstadt, verkaufe unsere Stiefel und guck nach Personal. Pferdstiefel. Okay. Oh, ja stimmt, wir stellen die ja Herz für Geld, ne? Mhm. Wahrscheinlich richtig Kohle. Überladung, ja, ich weiß, dass ich überladen. So, abliefern an Jaropack. Okay, ich kann wieder alles machen, so. Jetzt liefere ich erstmal ein paar Sachen bei uns zu Hause ab, ja? Och, was fehlt jetzt wieder? Fischehütte ist lahmgelegt, weil Madame Mutter ist. Okay.
In der Scheune fehlt wie immer Material, für was diesmal Roggenkorn und Leinsamen. Okay, das passt. Weiß jemand, einen auf die Mappe gibst, ne? Ich habe einen bewährten Knüppel, also einen stachelbesetzten Knüppel reingelegt, ja? Okay. Den vergammelten Käse schmeiße ich in den Kompost. Auch die vergammelten Zwiebeln, ich glaube, da kommt nichts mehr draus. Wenn noch Platz im Kompost ist, dann ja. Ja, das ist ja noch, ja, schnitterweise. Einer ist fast. Aber da ist richtig viel verdorben, deshalb mache ich jetzt mal eben schnell Dünger draus, ne? Da kann ich in der Zeit nämlich auch mal eben. Okay, gleich wieder da. Oh, schickt, Mami. Was krölt hier? Was wollte mich hier gerade angreifen? Ich weiß es nicht. Ein Kaninchen wollte mich angreifen. Nee, das glaube ich jetzt eher weniger. Wir sind jetzt bei 1685 Steuern. Okay. Also werden wir irgendwas um die 2,2 an Steuern zahlen müssen. Habe ich ihn erwischt? Meisterschütze. Madame kann wieder arbeiten. Die hatten wir in der Have you ever done any quest for the king? Holzhütten. Oder wir lassen sie einfach Wasser sammeln. I have a feeling we're not in the valley anymore. Alright then, keep your secrets. There's nothing like the crackling of the cozy fire to make you forget you're sleeping outside today. Travelers of this realm are drawn to the bonfires like moths.
myself included. I have a feeling that even I would make a better king. Dünger kommt ins Materiallager, ne? Ja. Hier hat man einen Tipp mit Produktion 3, den nehme ich doch mal. Ach ja, da habe ich mir noch einen Klodeckel mit Absenkautomatik gekauft. Ein Klodeckel mit Absenkautomatik. Mhm. Ja, also diese Soft-Close-Dinger. Wir haben einen hier, haben wir zwei Bäder, ne? Ja. Und Jutrogost. Jutrogost. Und das Bad unten hat so einen schon. Habe ich mal irgendwann nachgerüstet, aber oben halt nicht. Oben habe ich irgendwie noch gar keine Liebe reingesteckt. Okay. Dann auch ein paar Haken und so, das fehlt da oben auch noch alles. Das bringe ich auch noch an. Ach ja, dann habe ich ja noch eine Konsole gekauft. Wir haben ja hier unten in dem Treppenhaus nach oben, da ist noch so ein Heizkörper, der steht da irgendwie so verloren. Und ich habe mir jetzt so eine Vorrichtung gekauft, da kannst du auf den Heizkörper quasi draufschrauben, ne? Mhm. Und darauf dann kommt dann nochmal ein Regalboden. Also eine Ablage, vielleicht tue ich dahin für, was nicht, Schlüssel und sowas alles. Dann okay. Ist wie so eine Schale, mehr oder weniger, das ist ein Holzregal mit einem hohen Boden drumherum, so eine Erhöhung. Das finde ich da ganz cool, dann kann ich da eben Schlüssel und sowas einfach locker draufwerfen, weißt du? Ja. Hello there. Have a good day. Hello there. Bye. A coincidence? I don't think so. Ich bin gerade überlegen, ob wir uns noch einen für die Holzhütten. Da hätten wir jetzt Platz für einen. There's nothing like the crackling of the cozy fire to make you forget you're sleeping out. How is life treating you? I'm fed up with people always complaining. Und damit hätten wir noch eine Person. Now I'm also complaining. Sehr gut. Damit werden unsere Frauen auch mit Männern versorgt. Kriegen die dann Kinder zusammen eigentlich? Ja. Okay, gut. Deswegen ist zum Beispiel unsere Laslerva ist gerade Mutter. Die hat Mikasla hat die geboren. Und Nistanka ist auch schwanger. Müssen wir dann für eine eigene Unterkunft versorgen, wenn die erwachsen sind? Ja. Okay. Also quasi unser Dorf wächst jetzt von alleine schon, ja? Langsam, extrem langsam, aber ja. Aber irgendwann sterben Leute ja auch weg, ne? Ich gehe mal davon aus. Dauert aber wahrscheinlich sehr lange. Es kommt drauf an. Ich weiß nicht, ob das realistische Lebenserwartungshaltung im Mittelalter, also dann war es, was war es, 30, 40? Ja, ich meine so 35 Jahre. Also ich wäre jetzt schon ein alter Sack im... Ja, und ich Methusalem. Schon verrückt, oder? Wenn du überlegst, dass dein Leben jetzt statistisch schon vorbei wäre. Ja, 900, warte mal. Ach, die hat nicht mehr Geld. Sterben, Alter. Die hat nicht genug Geld. Die hat nicht genug Geld für Pelzschuhe. Okay, 11 und dann... Such dir einen anderen Händler. Du kannst ja den Krempel an jeden Händler verkaufen. Ja. Hello. Good luck. Kings would look like. Oh, it's you again. Want to see my wares? Have a nice day. Hail, friend. Want to see my wares? Also, die 34 Pelzschuhe haben uns 3060 Goldstücke gebracht. Have a good day. Noch Fragen? Wie viel? 3060. Ja, gut. Ja, wusste ja im Prinzip recht, die höhere Sterblichkeit oder die niedrige Durchschnitts...
Lebenserwartung lag hauptsächlich an der hohen Kindersterblichkeit. Kann natürlich sein, dass das dann runtergeht, das ist klar. So. Das heißt, wenn man es einmal quasi über den Zenit geschafft hat, dann hatte man auch die Möglichkeit, durchaus alt zu werden, ja? Ja. Wenn man nicht von der Krankheit oder von irgendwas geholt wird. Ich habe jetzt jemanden in die Schmiede gestopft zum Arbeiten. Brauchen noch mehr Leute? Farm. Farm. Ich habe hier eine Dreier-Farmfrau. Kaufen. Einladen. Jeschlo war es 24, dann habe ich ja noch Pekoslava, die ist 18. Die jüngere. So, wir nehmen auch Kupfer-Axt, Kupfer-Hammer brauchen wir noch nicht. Kupfermesser. Eine Kupferhake wird man brauchen. Eine Kupfersichel. Kupferschaufel. Warum habe ich jetzt gerade was übersehen? Deine Armee ist also dann fast komplett, Wursti, okay? Das kann ich sowieso nicht. Wir stellen automatisiert Kupfer, Zinn und Bronze. Na, Bronze nehme ich nochmal raus. Weil wir brauchen das. Gerade haben wir ja nur Kupferwerkzeuge, also bringt uns der Rest noch nichts. Also stellen wir her Kupferaxt, Kupferhammer, Kupfermesser, Kupferhake, Kupfersichel, Kupferschaufel. Aber wir müssen noch Spitzhacken aus Stein herstellen, weil da gibt es dann bei Eisen. Ne, Bronze-Spitzhacke gibt es dann, okay. Spitzhacken war noch ein Material. Spitzhacken da. Das heißt, rein theoretisch, wenn es so halbwegs gut läuft, sollten unsere Arbeiter, Dorfbewohner keine, sich nicht mehr darüber beschweren, dass Werkzeug fehlt. Wenn wir Glück Sehr haben. Gut. Wenn wir Glück haben. Madame ist gut in Feldarbeit, sehr schön. Ich stopfe die, also warum, auch wenn es jetzt noch nicht wirklich nötig ist, aber dann können wir die in den Feldschuppen, dann levelt die so lange Landwirtschaft. Und wenn wir dann den nächsten Stall haben, hat sie schon ein besseres Level und die Viecher wachsen schneller. Ich habe schon einen Typen, der von NPCs und Spieleentwicklern redet. Oh, ein Spielercharakter. Der einzige Grund meiner erbärmlichen Existenz. Du bist ja also deiner selbst bewusst geworden. Was für eine Quest hast du für mich? Sicher, lass uns direkt zum Quest-Ziel kommen. Wer will schon Zeit damit verwenden, sich die Probleme als unbedeutenden NPCs anzuhören, der sein ganzes Leben nur auf diese Quest gewartet hat? Die wahrscheinlich das einzige Interessante ist, was ihm je passieren wird. Tut mir leid, aber es gibt so viele andere Dinge, die ich in diesem Spiel noch machen will. Ich bin sicher, dass es gibt viele andere Spieler gibt, die sich mehr auf Quest konzentrieren. Vielleicht, aber weh tut es trotzdem. Also hast du eine Aufgabe für mich oder nicht? Sicher, wie auch immer. Soll ich verlangen, dass du mir etwas bringst oder dass du die Population der lokalen Fauna dezimierst? Vielleicht solltest du mir einfach ein Holzrad geben oder ein Wiesen töten. Wofür solltest du ein Rad brauchen? Um es mir auf meinen verdammten Kopf zu setzen. Jetzt bist du plötzlich interessiert, du bist es, der eine Verlobung braucht. Also Rad oder Wiesen? Nimm eins von beiden oder beide, mir ist es gleich, geh einfach weg, ich kann dich nicht länger ansehen. In Ordnung.
Ob die Macher Fans von der NPC-Man sind? Ich hoffe, es ist jetzt kein Fremdbegriff für euch alle, was der NPC-Man von Viva la Dirt League ist. Für mich schon. Ich soll noch einen Wiesen töten und ein Holzrad besorgen. Wo soll ich denn ein Holzrad herkriegen? Kaufen oder selber machen? Die zwei Möglichkeiten haben wir. Kann ich nicht auch klauen? Ja, es geht. Ja, geht auch. Man kann auch klauen, ja. Das wollte ich hören. Okay, der Zustand unserer Schmiede, unserer Scheune ist schon auf 62% runter. Räder sind gar nicht so teuer, ich kaufe mal eins. Im Prinzip jage ich gerade bloß, um den Skill nach oben zu bringen. Ich habe mal Standfackeln gekauft, die können wir im Dorf aufbauen. Sehr schön. Als Scheme. So, das habe ich zwar ein Holzrad gekauft, aber das löst irgendwie die Quest. Die muss ich jetzt wahrscheinlich selber erstellen, ne? Jage Wiesent. Wo gibt's denn hier Wiesent? Wo bist du gerade? In der Nähe von diesem. Ich habe, glaube ich, aber schon eine Stelle gefunden. Ach, das ist da, wo du bist. Gibt's Wiesent, ja. Oder bei unserem Dorf. Ja, genau. Ja, sag ich ja, also da in der Nähe. In diesem Sumpfgebiet da. Waren da nicht immer noch woanders Wiesente? Da westlich von unserer? Sag ich doch, bei uns. Ja, aber die werden nämlich nicht angezeigt. Haben wir sie ausgerottet? Wirklich? Oh, Scheiße. Das ist ein anderes Jagdgebiet, 250 Meter entfernt. Wird schon wieder Nacht, oder was? Nee. Wir sind ja im Winter, ne? Ja, es wird ein bisschen dunkel. Ich habe gerade bloß Scheiße gesagt, weil ich habe einen Dachs angeschossen. Dachse sind nicht ohne. Oh, du hast ein schönes Geweih. Wieso rennst du vor mir weg? Irgendwie ist es extrem komisch. Ich schleiche und die Viecher rennen schon vor mir weg. Da ist ein Wiesent. Oh oh. Happy. Oh shit, noch ein Wiesent? Hä? Da.
Kick ich dir in deinen dicken Arsch. So. So, wehe, das Geweih bringt nichts. Also, Wiese bringt mal eben 80 Fleisch, ne? Ja. Mann, ich habe keine Trophäe bekommen, schade. Oh, Scheiße! Oh, fuck. Ja, jetzt bin ich gerade so tot erschrocken. Mich hat ein Wiesen von hinten angegriffen. Boah! Die Viecher sind übel, ey. Obwohl, mit 3 Kupferbolzen ist das Viech platt, aber trotzdem. Boah, aus dem Nichts. Ich habe keine Ahnung, wo das Viech gerade herkam. Plötzlich da. Da kommt der angewiesen, ne? Und jetzt habe ich noch einen Wolf an der Backe. Wirst du mich verarschen? Geh mal das Fleisch und das Leder verticken. Gerne, stelle ich jetzt selber ein Rad. Ich komme mal zurück zum Lager und baue mal so ein paar von diesen Fackeln. Mach das. Ich würde nachts etwas schöner. Ich habe noch eine Waschmaschinenladung. Ich würde mich so lange in die Küche stellen und einfach mal Fleisch grillen. Und dann hängst du mal die Wäsche auf. Ja. So, ich hol kurz die Wäsche. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Zu früh geguckt, App sagt noch 8 Minuten. Achso, du guckst ja mit deiner Hand. ja. Genau. Was man so braucht. Feuer, Fallen, Arbeitsstation, Beleuchtung. Leinengewebe, Stocksteine und Leinengarn. Ich weiß nicht, ob es zu wenig, nicht dünn genug oder die Farben dafür nicht getaugt eignen. I know not every man can feel the love, but at this point.
Du sagst Bescheid, wenn du dich hinlegen willst. Ja, ja. Willst du dich jetzt hinlegen? Nee, ich brate hier gemütlich Fleisch für mich. Ich habe mal ein paar Fackeln aufgestellt. Haben wir Tonschalen? Ja, ne? Ich weiß nicht, ob wir welche im Lager haben. Wir haben Holzschalen. Ne, Ton. Ich nehme mal ein bisschen Ton und guck mal, ob ich welche herstellen kann, ja? Ja. Nee, wo kann ich das nochmal machen? Ton verarbeiten. Werkstatt. Na, ja, da war ich gerade, kann ich nicht verarbeiten. Doch, doch, Moment. Und zwar. Ach, Töpferscheibe. Hm. Ja. Ja. Tonschale. Hab nicht genug Geld, um das Ding freizuschalten. 300. Kannst du das mal eben kaufen? Ja, ja, Moment. Tonschale. Dann, ich tue mal die 2700 und ein paar zerquetschte ins Dings, ins Lager. So, willst du eine Feuerschale hin haben? Hier bei der Küche oder irgendwo anders? Wo willst du eine haben? Ich habe hier beim Brunnen mal eine hingesetzt, eine Fackel. Ja. Da kommt da an dem Haus an der Ecke und da bei unserem Lager habe ich eins gesetzt. Sie können auch hier an dem Ortsausgang irgendwas machen. Oder hier beim ersten Haus. Wenn man hier vom Lager so eine ordentliche Sitzecke dann irgendwie. Ja, genau. Hier sollte, hier bei der Küche oder was? Ja. Hier? Ja. Soll hier der Dorfvorplatz entstehen? Ja. Wo willst du es dann haben? Hier direkt neben der Küche? Warum nicht? Doch gleich viel netter, oder? Ja. Langsam wird's. Guck mal, Sitzgelegenheiten, Bänke. Ganz schön teuer, also viel Kohle habe ich nicht. Geht noch gar nicht ausgesät. Aber der Roggen wächst. Ich würde mich, glaube ich, kurz schlafen legen. Ja, das machen wir jetzt. Ich habe ein paar Weidenkörbe aufgestellt, da kann man auch Zeug reinstopfen. Bei der Werkstatt einmal und einmal bei der Dorfmitte. Sehr schön. I should bring my relatives over. Warte auf den nächsten Tag. Maybe not, cousin Matthias, though. Oh Gott, meine Frau will ihre Sippschaft einladen. My love, you're here. Oh Gott, jetzt kotzt mir die Füße vor. Hust woanders hin, Madame. Was machen eigentlich unsere Kirschbäume? Sind die nochmal gewachsen? Nee, oder? Nee. Guck
Guck, ich habe hier vor der Schmiede auch noch so Weidenkörbe hingestellt. Da könnte man theoretisch so Stöcke und sowas reinkippen. Ja. Was so ein bisschen. Sieht doch optisch schön aus. Muss. Genau, so langsam kann man mal darüber nachdenken, so ein bisschen. Wir hatten hier gefurzt. Das alles ein bisschen netter zu gestalten, ne? Das Geld haben wir jetzt dafür. Aber wir müssen auch weiterkommen. Reparieren gibt es noch nichts, okay. Dann würde ich jetzt noch mal ein bisschen für XP Fleisch braten und weil ich glaube, gerade eben hat meine App Bling gemacht. Mhm. Tu das. Ich denke, ich mache mal weiter Missions. So, jetzt nochmal Wäsche. Bis gleich. Jo. Könnte natürlich auch die Bronzespitzhacke ein bisschen Material abbauen gehen, ne? Ach ja. Ouch! Damn! Well, I don't think anyone will taste a bit of blood. Why is bread so expensive? Because of the taxes or what? Lalalala. Oh, kann ich eigentlich so einen Esel mitnehmen hier?
weather is about to change. I feel it in my left elbow. I wouldn't mind if the king resigned from the throne, or if somebody helped him to resign. Starting to look like a proper village.
I should bring my relatives over. Maybe not cousin Matthias, though. And remember, don't eat the yellow snow. Was ist passiert? Think anyone will taste a bit of blood. Dinner time! The way to one's heart is through their stomach. It's time for a beverage. Schöne fette Schweine.
Yummy, yummy. Sollte vielleicht mal Mikro muten. Hallo Nonvi, einen wunderschönen Abend. Juhu!